begrüße euch recht herzlich zu eurer Tagesbotschaft für den Sonntag, den 22.11.2020. Ja, wir schauen gemeinsam hinein in die Überschrift am Sonntag und ihr könnt euch einen aus den drei Stapeln auswählen und ich würde sagen, wir beginnen mit der Hauptüberschrift. So, was zeigt die Hauptüberschrift? Ja, sehr plötzlich kommt es zu einer Einladung, zu einem Date im Außen. Also sehr plötzlich kommt es zu Einladungen. Vielleicht kommt es auch plötzlich jetzt zu, ja, sie dürfen jetzt wieder rausgehen und sich freier bewegen oder was auch immer. Also sehr plötzlich kommt etwas in Gange, denn es kommt gleich noch einmal. Wow, noch einmal sehr plötzlich. Das gibt's nicht. Sehr plötzlich und unerwartet kommt etwas im Außen oder vom Außen auf dich zu und das hat etwas mit der Öffentlichkeit zu tun und das zweimal, ne? Die Sense und die Öffentlichkeit, also der Park und die Sense und die Öffentlichkeit und der Park, ne? Also es sind schon sehr, sehr interessante Karten in der Hauptüberschrift. Dann hast du du selbst und dein Selbstbewusstsein. Also dein Selbstbewusstsein zu allen Ehren. Vielleicht kämpfst du auch für deine Rechte sozusagen oder möchtest auch, dass du jetzt Recht irgendwo erhaltest. Und dafür gehst du vielleicht auch in die Öffentlichkeit. Auch das kann sein. Und dein Selbstbewusstsein wird dann dadurch auch belohnt. Dann hast du die bedingungslose Liebe. Ja, also jemand wird dich bedingungslos lieben, weil du so selbstbewusst bist, weil du jetzt achtest auf dich und auf andere, ne? Neubeginn. Jetzt ist der Neubeginn da. Du wirst etwas Neues starten in deinem Leben. Was es ist, das schauen wir uns gemeinsam in den drei Stapeln jetzt an. So, du hast die Schönheit und das Wunder. Du hast die Schönheit und das Wunder. Ja, mit der Mutter Maria. Also irgendwo wirst du in dein Leben immer mehr integrieren, das Wunder in dein Leben ziehen, sozusagen. Da du sehr selbstbewusst bist, kommst du natürlich von der in die innere und äußere Schönheit. Auch das spüre ich bei dir. Du bist wie ein Magnet, ein Anziehungsmagnet. Wow, und ein glücklicher Zufall. Also vielleicht lernst du deinen Schatz, deinen Liebsten an einem glücklichen Zufall kennen, vielleicht bei einer Demo, ja, vielleicht geht ihr hinaus und protestiert gegen keine Ahnung was und da kann sein, dass du ihn auch kennenlernst, auch das kann sein, ja. Dann hast du die Weggabelung, ja. Also hier ist die Weggabelung, die Wegkreuzung. Also eure Wege werden sich kreuzen. Das ist wie ein Wunder und ein glücklicher Zufall auch noch. Vielleicht seid ihr beide von innen nach außen sehr wunderschöne Wesen. Ja? Und ihr werdet euch absolut, ihr werdet euch anschauen und denken, ja, das ist er, ja, das ist sie. Und dann lebt ihr eure Wahrheit. Ja, ihr streift sozusagen das alte Gefieder ab, ja, und geht Hand in Hand euren Lebensweg, eure Lebensreise. Und das führt euch zu Fülle. Ne? Also das ist eure absolute Fülle in eurem Leben. Das erfüllt euch auch, weil wenn ihr zueinander oder bestimmt seid, eure bedingungslose Liebe an die Menschen zu bringen, dann wirst du auch merken, dass es die absolute Fülle in eurem Leben auch magisch anzieht. Dann die Gabe und die Achtsamkeit, ne? Also hier diese Achtsamkeit, also ihr seid achtsam mit euch. Ihr geht achtsam mit euch, mit eurer Gabe um. Ihr verschwendet sie nicht, sondern ihr erfüllt eure Gaben. Ja? Und das ist der Neubeginn. Also wenn du noch deine Gaben noch nicht lebst, dann wirst du sie bald leben. Ja, dazu musst du nur wissen, was deine Gaben sind, was deine Bestimmung ist.
hier auf Erden. Wow, du kommst auch in die absolute Stärke, in deine Finanzfülle, in deine Gefühlswelt wird wieder sozusagen auf Balance gestellt. Und das hat etwas mit einem bärigen Mann oder bärigen Frau zu tun. Das könnte euer Seelenverwandter sein, den ihr schon auch vom früheren Leben kennt. Wow, du hast da 4 Karten bekommen. Ja, da ist er schon. Schaut mal, wie das passt, bitte. Da ist der Herr schon mit den Fischen. Also ihr angelt euch wirklich einen guten Fisch sozusagen, einen sehr liebevollen, attraktiven Herrn oder eine Dame. Der oder die ist sehr achtsam, lebt die Fülle und die Gaben. Und jedes Mal, wenn der Mensch an einer Weggabelung ist, dann geht er kurz in sich hinein und spürt und reflektiert und geht dann den Weg. Ja, da gibt es dann mehr kein Zurück. Also wenn dieser Mensch sich mal entschieden hat, könnte ein Erdwesen sein, könnte auch Stier sein. Wenn dieser Mensch sich mal entschlossen hat für etwas, dann sieht er das oder möchte er das dann auch durchziehen. Ja, also wenn er merkt, du bist das größte Potenzial in seinem Leben, ihr möchtet gerne zusammenkommen, er liebt dein Selbstbewusstsein, dein Auftreten, deine Schönheit, dein Wunder, wie du mit Menschen umgehst, wie du mit dir umgehst, deine Ansichten, dass alles passt, dann sagt er so, und jetzt möchte ich gerne mehr. Ich möchte die Beziehung oder diese Liebe vertiefen, ja, in die nächste Stufe der Beziehung zu gehen. Und das ist dann eure Gaben, eure Bestimmung sozusagen. Wow, du hast echt viele Karten hier, mein Schatz. Ja. Mit diesen Herren, schaut mal wieder, dieser Herr, ja, wieder den finanziellen Reichtum oder der reiche, gute Herr und die Ehestandskarte. Also ihr werdet definitiv ein Pärchen, ja, also ihr geht definitiv diese tiefe Liebe ein und zwar sagt ihr vor einer Gesellschaft ja zueinander, das spüre ich, ja. Kann sein, dass dieser Herr auch ein Ansehen hat. Entweder ist er Schauspieler, Politiker, Richter, Rechtsanwalt, Arzt, Ärztin. Also all diese Dinge, die, wo jemand im Mittelpunkt auch ist, ne, wo jemand gesehen wird, der in der Öffentlichkeit steht. Also das, auch das sehe ich hier. Wieder, wow, wieder die Hochzeit, ihr Lieben. Also da kommt wieder eine Hochzeit. Also ich sprich, ihr werdet euch definitiv früher oder später ja zueinander sagen. Ja, definitiv. Und eure tiefen Gefühle sind ehrlich und echt. Und das hast du dir vielleicht schon gewünscht oder du wünschst es dir erst. Okay? Wow, das war jetzt deine Legung für den Sonntag. Ich wünsche euch von ganzem Herzen alles Liebe, alles Gute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn du meinen YouTube-Kanal noch nicht abonniert hast, dann würde ich mich von ganzem Herzen freuen, wenn du meinen YouTube-Kanal abonnierst und ein Teil unserer liebevollen und herzlichen Community bist. Ja, das war's mit euch. Stapel Number 1. Und dann starten wir direkt zu Stapel Number 2. Number 2. Yes, hast du da hier, mein Schatz. Du hast die Wandlungsfähigkeit. Eine wunderschöne Karte. Das ist die erste Karte in diesem wunderschönen Kärtchendeck. Da hast du 3 Karten bekommen. Die Flexibilität, Geschenke und Observer. Hier ist jemand, der dich schon im Visier hat. Jemand hat dich schon im Visier. Jemand hat sich tatsächlich gewandelt. Das könnte jetzt ein Stapel sein, wo es einen Wunschpartner, eine Wunschpartnerin gibt, ja, wo noch kein Single ist. Hier nehme ich wahr, dass der Mann, die Frau dich observiert, dich beobachtet auf Instagram, Facebook etc. Und dieser Mann oder diese Frau hat sich tatsächlich schon gewandelt, ja.
Es kommt darauf an, ob du jetzt diese Flexibilität jetzt umschalten kannst und sagen kannst, okay, du gibst ihm doch nochmal eine Chance, oder bist du schon so weit im Neubeginn, dass du ihn oder ihr gar keine Chance mehr geben möchtest. Ja? Dann Geschenke austauschen. Ja, ihr werdet vielleicht auch nochmal kommunizieren miteinander. Vielleicht sagst du, das ist zu spät, du möchtest das nicht mehr, du willst mit ihm oder ihr nicht mehr zusammen sein. Oder ihr tauscht euch aus und du merkst, da ist noch was, du möchtest nochmal mit ihm oder ihr eine Beziehung oder beziehungsweise nochmal von vorne beginnen. Dann hast du hier die Glaubenssätze eben, ja, das, wo er dich traurig gemacht hat, wo er dich vielleicht im Regen stehen hat lassen oder sie dich im Regen stehen hat lassen, dich im Kühlen sozusagen erfrieren hat lassen, ja, und das darfst du jetzt entscheiden. Reicht es jetzt aus, wenn er oder sie kommt und sagt, hey, komm, das und das war nicht richtig und das möchtest du nicht mehr, reicht es aus? Oder sagst du adieu, nö. Ich liebe mich und ich weiß, dass ich wert bin. Ja? Und das wirst du gut herausfinden, du wirst da gut hinhören. Dann hast du die Führung, ja, du wirst eine Führung haben, entweder lässt du jemand die Karten dir anschauen oder du möchtest gerne, entweder lässt du jemanden deine Karten schauen oder du holst dir Hilfe, Rat und Tat bei einer Psychologin, Trainer oder Coach, auch das kann sein. Damit du dann nochmal hinschaust, ob das wirklich noch gut ist, ob du das auch möchtest oder ob du dann die Führung übernimmst und sagst, nee, du übernimmst die Führung für dein eigenes Leben und entscheidest dich für den Neubeginn, aber alleine. Weil dein Selbstbewusstsein sehr stark geworden ist und du weißt, was eine bedingungslose Liebe ist. Dann hast du die Verbundenheit, ja, da ist noch eine Verbundenheit da und das könnte eben sein, warum dieser Herr dann nochmal in dein Leben weht, weil ihr eine starke Verbundenheit hattet und das war vielleicht lange, lange deine Hoffnung, aber irgendwann hast du die Hoffnung aufgegeben und hast gesagt, nee, so lange wartest du nicht, du bist dir mehr wert und das hast du grandios gemacht, mein Schatzi, ja. So, dann hast du hier, ja, da ist sie schon, ne? Das ist schon die Ex oder der Ex, ne? Also hier hat irgendjemand hineingepfuscht, ja, entweder er oder sie. Oder eben es ist dein Ex, der dich observiert und der hat Angst, dass du jetzt Nein sagen könntest. Er hat jetzt Angst oder sie hat jetzt Angst, dass du ihn im Regen stehen lässt. Und das ist gut so, ne? Wenn ihr nicht mehr zueinander passt, wenn du gelernt hast, mit deinen Themen umzugehen, dann ist es jetzt gut an der Tat, dass du jetzt deine Schritte dazu jetzt machst und dein Leben jetzt anfängst in die eigenen Hände zu nehmen. Ja, das hat dich in Aufruhr, natürlich hat dich das in Aufruhr versetzt, weil etwas wieder in dir hochgekommen ist, weil er hat dir oder sie hat dir ja sehr oft das Schiff zerschellt. Jedes Mal, wenn du gedacht hast, ach, es ist im Flow, es fließt alles, buff, ja, ah, es fließt alles, buff, ja, und das ist dieser Ruck, ja, der hat dir schon so viel Schmerz bereitet, dass du sagst, nee, das machst du nicht mehr und das willst du nicht mehr. Aber trotzdem bereitet es dir noch Aufruhr. Ne? Also du spürst die Erschütterung noch, obwohl du gar nicht mehr in dem Boot drinnen bist, ja, spürst du dennoch das Ruckeln. Das ist das, was du nicht vergessen kannst, was er oder sie dir angetan hat. Und das ist natürlich das, wo er natürlich noch Chancen gehabt hat, ne? Aber du entscheidest, ob du das möchtest oder nicht. Stapel 2. Anscheinend möchtest du das nicht mehr, denn du setzt dich in die Lebensreise hinein oder in die Reise und startest dein neues Glück. Du beginnst ganz neu für dich als Single. Ja? Und dann kommt auch die bedingungslose Liebe zu dir. Oder er oder sie setzt sich in den Zug und fährt zu dir, zu dem Gespräch, zu dem Austausch. Auch das kann sein. Aber diese bedingungslose Liebe, ja, und den Neubeginn, den hast du ja schon da, ne? Ja, also das ist schon der Neubeginn. Hoppla, seht ihr das? Gut. Das ist schon der Neubeginn und die Liebe, die in dein Leben kommen möchte. Und da wirst du nochmal gefragt, hörst du nochmal auf dein Ex oder ist das das Neue, das du jetzt unbedingt ansehen möchtest? Ja. So.
Dann hast du hier loslassen und bewege dich. Na bitte. Dann hast du schon deine Antwort. Lass los, bewege dich, sag es laut, sag es leise sozusagen. Aber du darfst dich jetzt bewegen und sagen, nee, du lässt jetzt los. Du weißt, du hast definitiv mehr verdient, mein Schatz. Ja? Beruflich bekomme ich hier gar nichts rein. Nein, bei diesem Stapel halt nicht. Vielleicht schaust du bei, ich weiß nicht, 1 und 3, ich weiß es nicht, ob da was Berufliches drinnen ist. Aber hier in diesem Stapel geht es wirklich darum, um dein Leben neu zu sortieren, dass du dich wandlungsfähig bist, dass du dich nicht mehr dein Schiff zerschellen lässt, dass du deine Reise jetzt antrittst, dass du loslässt von deinem Ex, von den Ängsten und dass du flexibler wirst und du dich als Geschenk siehst. Ja? Ja, das war jetzt deine Legung, mein Schatz. Wenn sie dir gefallen hat, dann würde ich mich von ganzem Herzen freuen, wenn du meinen YouTube-Kanal abonnierst und ein Teil unserer liebevollen und herzlichen Community wirst. So. Upsi. Und jetzt starten wir zu Stapel 3. Was hast du da hier, mein Schatz? Wir schauen nach. Da hast du die Liebe und Ausrichtung. Ja, du richtest dich auch schon aus und zwar in Richtung Liebe. Ja, also in Richtung Liebe richtest du dich aus. Dann hast du hier trau dich, ja, trau dich der Liebe auszurichten, trau dich den Schritt zu gehen, trau dich. Wir haben 12.12 Uhr und da hast du atmen, ja, du atmest sozusagen wieder auf, du atmest den Lebenselixier auf. Dann hast du die Freude, wow, Lebensfreude kommt jetzt, weil du in dich gegangen bist, du atmest, du meditierst, du machst Yoga. Du schaust auf dich, du traust dich der Liebe, dich neu auszurichten. Du sagst jetzt, ja, du möchtest eine neue Liebe. Und du hast es dir geschöpft sozusagen, denn du bist die Schöpferin und der Schöpfer. Ich finde die Karte so schön. Ich liebe diese Karte. So, dann der Rosengarten mit dem Schmetterling sozusagen. Ja. Dann hast du hier die Eulen und den Baum. Also hier kommen ganz, ganz viele Menschen. Viel Getratsche wird sein, ja, weil du dich neu ausrichtest, weil du vielleicht sagst, nee, du möchtest mit deinem Mann nichts mehr zu tun haben, du möchtest die Scheidung. Du bist weise, du bist klug, du weißt genau, was dich in die Heilung bringt. Und das ist dein Atem. Du hast einen langen Atem gehabt, aber jetzt möchtest du die Lebensfreude und jetzt gehst du von der Raupe zum Schmetterling sozusagen über. Ja, und da kommt die Stabilität und da kommt das Schicksalskreuz jetzt zu dir und das ist von oben auch so gewollt, dass du dich endlich traust, neue Wege zu gehen, dass du dich endlich traust, jetzt dein Wissen, deine Weisheit und deine Heilung in die Menschen zu bringen. Und da richtest du dich jetzt neu aus. Und das kann sehr plötzlich in dein Leben kommen. Ja, weil du vielleicht auch sehr, sehr hartnäckig daran geblieben bist. Ja, du hast zielgerecht jetzt darauf geschaut. Du hast jetzt beharrt auf deinen Teil. Du hast beharrt auf deine Heilung. Du hast beharrt auf das, auf die Liebe, auf die Ausrichtung, auf das, dass du jetzt erblühst und auf deinen Neubeginn in der Liebe. Da hast du ganz, ganz hart an dir gearbeitet. Ja, und jetzt wird es belohnt und zwar ganz, ganz toll mit Heilung und Wissen und Weisheit und mit der Liebe. Also das ist echt alles drinnen, mein Schatz. Sich selbst behaupten. Na, ich habe gesagt, ne, da wirst du dich irgendwo selbst behauptet haben, dich irgendwo durchgesetzt haben, weil da ist die Militärsperson auch gefallen und da hast du dich definitiv wo durchgesetzt, mein Schatz. Dann alles ist in Ordnung, so wie du gegangen bist, wie du vorgegangen bist, was du machst, in die Richtung, die du gehst, ist absolut die richtige Richtung. Bleib da dran, atme, geh in deine Atmung, geh in deine Stille, geh in deine innere Führung, geh viel in die Natur hinaus, schau, dass du eine wundervolle Stabilität, dass du die Stabilität in dir hast, ja, nicht im Außen, sondern in dir und dann entfaltet sich auch das Neue in deinem Leben. Und das ist eben von der Raupe zum Schmetterling, wirst du dich verwandeln.
So, nächstes Jahr werden dich viele Menschen gar nicht wiedererkennen. Entweder hast du eine neue Haarfarbe oder hast viel abgenommen oder du warst immer sehr zierlich und hast etwas zugenommen, sodass du dich wirklich wieder wohl in dir fühlst, dass du gesund ausschaust, frisch ausschaust. Vielleicht hast du dich nie geschminkt und jetzt fängst du an, dich zu schminken. Vielleicht bist du dir jetzt mehr wert, fährst allein in den Urlaub oder fährst allein in die Therme, unternimmst etwas für dich. Also da fängst du an, etwas für dich zu tun, mein Schatz. Ja, ja, auch dich und dir wünsche ich ein wunderschönes, wundervollen Sonntag. Genieße ihn. Denke daran, du kommst in deine Lebensfreude hinein, wenn du jetzt dich befreist und in die Heilung gibst. Ja? Wenn du meinen YouTube-Kanal noch nicht abonniert hast, dann würde ich mich von ganzem Herzen freuen, wenn du meinen YouTube-Kanal abonnierst und ein Teil unserer liebevollen und herzlichen Community wirst. Und in dem Sinne, genieße es und genieße es. Du hast es dir einfach verdient, jetzt einfach einmal runterzukommen. Okay? Ich habe euch lieb. Schönen Sonntag. Genießt ihn. Tschüss.